Auch heute erzähle ich Ihnen wieder eine Geschichte von Menschen, die schlimme Erfahrungen mit dem Fernsehen gemacht haben. Wieder mal mit RTL, speziell mit der Sendung Mitten im Leben. Denn es ging im Grunde darum, dass eigentlich die Hoffnung in das Fernsehteam gesetzt wurde, dass ein Nachbarschaftsstreit geschlichtet wird. Am Ende war alles noch schlimmer und diejenigen, die das Fernsehteam gerufen hatten, waren die Gelackmeierten. Es kommt zur Konfrontation. Werden die zerstrittenen Parteien endlich Frieden schließen? Sie stehen jetzt hier vor unserem Grundstück und ich fordere Sie jetzt auf, Sie uns aus dem Wege zu gehen. Warum laufen Sie schon wieder weg? Sind Sie so feige, dass Sie keine Diskussion standhalten? Nachbarschaftsstreitereien werden im Fernsehen immer wieder gern zum Thema gemacht. Aber natürlich nur dann, wenn es ordentlich Zoff gibt. Diese Folge von Mitten im Leben ist vor gut 3 Jahren bei RTL gelaufen. Vor 2 Jahren gab es eine Wiederholung. Die Folgen sind für das Ehepaar Susanne und Rainer bis heute spürbar. Sie mussten aufgrund andauernden Psychoterrors, nicht zuletzt wegen der einseitigen Darstellung ihrer Personen im Fernsehen, das Eigenheim unter Wert verkaufen. Das Haus ist ehemals bei Fertigstellung auf 300.000 Euro geschätzt worden von einem Gutachter. Wir hatten es, ich glaube, mit 190.000 damals angeboten, haben dann aber noch weiter renoviert, alles fertig gemacht. Verkauft haben wir es letztendlich für 180.000, inklusive Einrichtungsgegenständen wie einer sehr teuren Küche und einem teuren Kamin. Und haben letztendlich, wenn ich das jetzt mit unserem jetzigen Haus vergleiche und mit dem, was da noch ansteht, würde ich sagen, im momentanen Zustand mindestens 30.000 Euro miese gemacht. Es war wirklich aus der Not heraus. Also nicht so, dass man jetzt sagt, ich verkaufe irgendwann mein Haus und wenn sich mal ein gutes Angebot erbietet, es war aus der Not heraus. Also das war keine freie Entscheidung mehr von uns. Das war erzwungen, ja, wie sagt man, mindestens eine schwere Nötigung. Ne? Das war erzwungen, da haben sie nicht mehr, da werden sie nicht mehr vor irgendeine Wahl gestellt. Aber fangen wir doch mal ganz von vorne an. Susanne und Rainer bezogen 2006 ein hübsches Häuschen in einem kleinen ostfriesischen Ort. Sie stellten irgendwann fest, dass die Nachbarschaft hier gewisse Erwartungen hat. Man solle sich an Feierlichkeiten gefälligst beteiligen und so weiter. Da das Ehepaar dies nicht wollte, weil es lieber zurückgezogen lebt, machte es sich langsam aber sicher unbeliebt in der Siedlung. Und es folgten offensichtliche Racheaktionen. Eine mit Rattengift vergiftete Hauskatze ist nur ein Beispiel. Und die Kinder der Nachbarsfamilien tauchten plötzlich andauernd mit ihren Go-Karts vor dem Grundstück auf, was das Ehepaar ebenfalls als eindeutige Provokation durch deren Eltern empfand. Und die mussten einen riesen Umweg fahren, um vor unserem Grundstück sich aufzuhalten und da wirklich Patrouille zu fahren. Das ging teilweise über Stunden. Und sie mussten also quasi ihre Spielstraße, in der sie selbst wohnten, die ausgedehnt war, mussten sie verlassen, über eine stark befahrene Hauptstraße mit den Go-Karts fahren, um bei uns in der Anlieger Tempozone 50 vor unserem Hausgrundstück zu spielen, in Anführungszeichen, und zwar in der einzig einsichtbaren Ecke in das Grundstück. Um es nochmal bildlich zu erklären, die Kinder der Nachbarsfamilien wohnen direkt an einer Spielstraße, müssen aber partout einen riesen Umweg fahren, um an einer anderen Stelle zu spielen. Der Konflikt spitzte sich weiter zu. Wegen provozierender, pausenloser Musikbeschallung durch die Nachbarn hatte das Ehepaar zuvor bereits einen hohen Zaun um weite Teile des Grundstücks gestellt, was den Nachbarn ebenfalls ein Dorn im Auge war. Es gab sogar Versammlungen der Nachbarn, um sich gegen das unliebsame Ehepaar zur Wehr zu setzen. Jetzt langsam wurde den Bedrängten auch klar, warum dieses Grundstück hier in den vergangenen gut 30 Jahren 7-mal den Besitzer wechselte. Rainer wandte sich in seiner Verzweiflung an ein Internetforum, in dem es um Nachbarschaftsstreitereien geht. Und kaum hatte er sein Problem dort geschildert, meldete sich bereits die Produktionsfirma Imago TV. Die uns wirklich ihre Hilfe angeboten haben und gesagt haben, sie würden dann gern ein Team vorbeischicken und erstmal erste Gespräche führen. Aber sie könnten uns helfen und sie würden uns helfen. Für welche Sendung gedreht werden soll, wurde nicht gesagt. Von Stern TV war mal die Rede. Und zwischendurch tauchte plötzlich der TV-Mediator Ernst Andreas Kolb im Haus auf, der eine Sendung namens Nachbarschaftsstreit Kolb greift ein zu der Zeit bei RTL hatte. Und dann ist dieser Mediator gekommen, den haben sie mitgebracht. Entgegen jeglicher Versprechen, dass wir vorher mit ihm sprechen dürften und uns erstmal beschnüffeln, in Anführungsstrichen,
wurde dann gleich die Kamera aufgestellt und der Mediator, der ja eigentlich vermittelnd in der Mitte stehen sollte und völlig neutral ist, hat also eindeutig Position bezogen und hat uns dann erzählt, unsere Zäune wären bedrohlich und ich weiß nicht was alles und wir wären die Bösen. Das Beste, was er losgelassen hat, möchte ich mal kurz einwerfen, war, da habe ich ihn auch drauf festgenagelt und da war er dann auch sehr grantig, er war ja auch Rechtsanwalt natürlich. Und er hat wirklich die Meinung vertreten, dass Beweise subjektiv seien und dass das Gesetz in Deutschland gar nicht akzeptiert und nicht beachtet werden müsste. Und auf diesem Punkt habe ich ihn festgenagelt, da wurde er dann sehr aggressiv und hat das Thema sofort gewechselt. Herr Kolb zog wieder ab und auch Susanne und Rainer hatten die Faxen dicke. Sie schickten Imago TV ein Fax, dass sie keine weiteren Drehs wünschten und die Sache hiermit beendet sei. Doch bei der Produktionsfirma schien man eine spannende Story mit Potenzial zu wittern und ließ deshalb partout nicht locker. Es hat nach diesen Schreiben, die wir hingeschickt haben, immer Telefonate gegeben, unter anderem mit der Chefin da von Imago TV, die uns dann immer erzählt hat, wir sollten ihnen doch einen Vertrauensvorschuss geben. Oh ja. Das so nach dem Motto, das wird alles ganz toll und wir sollten noch nicht, also sie haben uns wirklich also bekniet. Wir haben Anrufe von den Reportern gehabt, einmal sogar bis spät in die Nacht, 2 Stunden lang, wo uns wirklich dauernd wieder erzählt wurde, nun machen Sie doch weiter, nun machen Sie doch weiter. Und ja, so klopft man Leute breit. Das Ehepaar ließ sich überreden, war aber nun gewarnt. So setzte es unter anderem einen eigenen Vertrag auf, den die Teammitglieder unterschreiben mussten. Darin verpflichtet man sich unter anderem auf eine neutrale und realitätsnahe Berichterstattung. Letztendlich scherten sich die Macher, obwohl sie es unterschrieben hatten, hinterher kein bisschen darum. Interessant sind einige Tonaufnahmen von den Dreharbeiten, die dokumentieren, wie Szenen immer wieder inszeniert wurden und wie die Redakteure für das Ehepaar immer wieder heuchlerisches Verständnis aufbrachten, obwohl sie hinter deren Rücken längst eine andere Story planten. Könnten Sie das nochmal erzählen und könnten Sie dazu sagen, weißt du noch? Das wäre ganz schön, weil das ist jetzt super. Kann alle gar nicht verdünsten, immer miteinander reden dann, ne? Das wäre schön, aber genau so noch machen. Das wäre toll. Okay, kannst du dich hier noch daran erinnern, als der Beschluss vom Gericht zugestellt wurde? Ja, da kann ich mich gut an erinnern. Okay. Das ist der Beschluss vom Amtsgericht Lea. Oder echt anders, oder? Können Sie mal sagen, weißt du noch? Ja, okay, weiß genau. Aber auch vielleicht ganz so 5-6 Sekunden über nichts sagen. Falls zum Schneiden oder so. Ne? Also diese Interviews, die Sie da geführt haben, wirkten reell. Wirkten wirklich reell und man hat gedacht, okay, das führt irgendwo zu einer Sendung. Gut, dass was zusammengeschnitten wird, ist klar. Aber es führt zu einer Sendung, die auch dann über das berichtet, was wir empfinden, wie es uns dabei geht. Und ja, also ich habe zu dem Zeitpunkt zumindest immer noch die Hoffnung gehabt, dass die uns helfen und dass sich die Situation ändert und dass wir halt da auch wohnen bleiben können. Wir beide, also wie ich damit gehen will, sowas zu zeigen, wie sehr die sich schon einschränken müssen, auch aus Angst und aus... Susanne und Rainer lernten ein Fernsehteam kennen, das voll auf ihrer Seite zu sein schien. Doch auch dieser Eindruck änderte sich. Denn als es auf die Zielgerade der Dreharbeiten ging, zeigten die Leute vom Fernsehen plötzlich ein anderes Gesicht. Ab dem 6.3.2009, also die letzten 3 Drehtage, da kann man das Ganze nur noch beschreiben als eine Abfolge von medialen Fallen vor der Kamera. Das war eine reine Fallenstellerei. Es gibt ein Skript. Wir zumindest wurden, ohne dass wir wussten, was hier vor sich geht, in die Situation reingeschubst. Man hat provoziert, wo es ging, und man hat natürlich im Nachhinein das, was an uns noch ein gutes Haar lassen könnte, hat man natürlich komplett weggeschnitten. Es war eine reine Provokation, um halt irgendwelche Reaktionen einzufangen, die dann leider nicht ganz so gekommen sind, wie die sich das sicherlich vorgestellt haben, weil ich denke mal, es wurde dann schon erwartet, dass mindestens verbale Ausschreitungen kommen, ja. Und zwar schlimmerer Art, beziehungsweise vielleicht noch Handgreiflichkeiten, wie das dann eben bei Mitten im Leben so üblich ist. Was man da an Beschimpfungen teilweise dann hört, das ist ja wirklich heftig. Das haben wir dann im Nachhinein auch noch festgestellt. Aber eben leider erst im Nachhinein. Denn das Paar besaß zu dieser Zeit keinen Fernseher und hatte keine Ahnung, auf was es sich einlässt, als plötzlich die Redakteure nebenbei verlauten ließ, dass die Dreharbeiten für die Sendung Mitten im Leben stattfinden würden. Eine der krawalligsten und übelsten Sendungen im deutschen Fernsehen, in der mal nach Belieben geskriptete Geschichten gezeigt
gezeigt werden und mal welche mit realen Personen. In diesem Fall war es, wie so oft, irgendwo dazwischen. Rainer zum Beispiel wird in der Sendung als Elektromeister bezeichnet. Dabei ist er Musiklehrer. Elektromeister hat er irgendwann gelernt, aber diesen Beruf seit Jahren nicht mehr ausgeübt. Vermutlich war es den Machern einfach unmöglich, einen Musiklehrer als kinderfeindlich abzustempeln. Deswegen ließ man diese Informationen weg. Und immer wieder wurde probiert, aus ihm Sätze herauszulocken, die ins gewollte Bild passten. Schauen Sie sich zum Beispiel mal diese Szene an. Ja, wenn die jetzt schon so rotzefrech sind mit 10 bis 12, 13 Jahren, jetzt sind die schon so rotzefrech, was denken Sie, was die machen, wenn die erst mal 20 sind? Das mit dem Händereiben, das wurde schon weit vorher gedreht. Da haben sie dann gesagt, jetzt machen Sie mal eben so. Und ich weiß nicht, was das jetzt noch war, aber das hatten sie uns gesagt, das wird dann irgendwo, wenn wir mal eine Überblendung haben, dann zeigen wir mal halt mal ihre Hände. Und das haben sie dann nachher da eingeschnitten, das haben sie nicht in dem Moment gefilmt. Nein. Während man auf der einen Seite also alles tut, um die vermeintlich Bösen schön böse hinzustellen, wird bei den als freundlich und nett dargestellten Nachbarn das Gegenteil getan. Hier zum Beispiel hätte jeder aufmerksame Zuschauer schon stutzig werden müssen. Denn die angeblich gemessene Lautstärke von 67 bis 70 Dezibel entspräche normalerweise der Lautstärke eines laufenden Staubsaugers oder Rasenmähers. In der Sendung wird aber so getan, als dürfe der arme Nachbar während der Fahrradreparatur nicht mal sein Radio laufen lassen. Jetzt muss aber gut sein, sonst höre ich gar nichts mehr. Nein, ist noch zu laut. Lass es zeigen, hältst du das denn nicht richtig irgendwie oder... Ja, immer noch eindeutig über 50, ne? Die Bemühungen, Konflikte zu schüren, gingen weiter. Inzwischen hatte das Fernsehteam einen Ex-Nachbarn von Susanne und Rainer ausfindig gemacht. Mit diesem war das Paar schon mal 2004 aneinander geraten, in einer 120 Kilometer entfernten Ortschaft. Er klingelte plötzlich und pöbelte nach Angaben des Paars diverse Beleidigungen. Offenbar wollte man, dass Rainer entsprechend heftig reagiert. Doch das passierte nicht. Rainer blieb besonnen. Schauen Sie sich mal an, wie diese Szene im Fernsehen rüberkam. Die Pöbelei hat man einfach weggeschnitten. Hallo, wer sind Sie denn? Aus Axstedt, Andreas. Wir kennen uns doch, oder nicht? Ach ja, ja, wir kennen uns, ja. Ich hatte allerdings kein großes Interesse. Schön, Sie mal wiederzusehen. Kein großes Interesse, Sie zu sehen. Aber so schnell sieht man sich wieder. Freuen wir uns. Sie haben ein schönes Haus. Ja, ist fein. Auch nette Nachbarn, wie ich mitgekriegt habe. Wir haben ganz nette Nachbarn. Okay. Genau. Gut, dann gehe ich jetzt mal wieder rein. Und ja, war schön, Sie mal wiederzusehen, Herr. Vielleicht sieht man sich ja nochmal. Tschüss. So wie es dargestellt wurde, hat er halt freundlich geklingelt und es hat ein nettes, schönes Gespräch gegeben und dann ist Rainer wieder reingegangen. Also Fakt ist, dass der Mann ihm ins Gesicht fotografiert hat, so mit der Kamera. Er hat unser Haus fotografiert und er hat wirklich provoziert bis zum Letzten mit diesen Sprüchen. Gut zu wissen, wo ihr wohnt, da kann man ja bei Bedarf mal wiederkommen und. Und für uns war das einfach ein Schock, dass dieser Mann jetzt vor unserer Tür stand, mit dem wir nun also im Leben nicht gerechnet hatten, denn der hat 120 Kilometer zurückgelegt, um da aufzutauchen. Bei diesem Tumult, den der Fernsehzuschauer so nicht wahrgenommen hat, direkt vor unserer Tür, war hinter der Kamera war eine ganze Menschentraube aufgebrachter Leute, die ich teilweise kannte, die ich teilweise nicht kannte aus der Nachbarschaft. Also es waren bestimmt, müsste ich jetzt raten, 20, 25 Leute, die wirklich regelrecht aufgebracht waren, um den Druck auf mich noch zu vergrößern. Aber selbstverständlich werden diese Leute immer aus dem Bildbereich gehalten. Als in einer Szene sage ich sogar, dass hier ein Tumult stattfindet oder irgendwas und dann schwenkt die Kamera so halbherzig rum, aber niemals bis zur Menschenmenge und wieder zurück, so unter dem Motto, der Protagonist spinnt, da sind keine Menschen. In Wirklichkeit war dann eine aufgebrachte Menge vor unserer Tür. Was? Ich habe den Kontakt abgebrochen? Ja, aber sicherlich. Das ist genau der Punkt. Wenn das in diese Richtung geht, dass hier vor mir eine Menge steht, die mir hier was unterschiebt, dann habe ich da kein Interesse an solchen. Ich rede gleich mit Ihnen einzeln. Ne? Ja, okay. Wir reden gleich einzeln. Gut. Das ist besser als das andere hier. Kaum war das Kamerateam endlich weg, versuchte das Paar alles Mögliche, um eine Verwendung des gedrehten Materials zu verhindern. Es wurden Faxe an die Imago-TV geschickt mit Untersagung der Ausstrahlung. Auch ein Anwalt wurde eingeschaltet. Doch es half nichts. Im Mai 2009 wurde die Sendung auf RTL gezeigt. Und ihre Ausstrahlung wurde sogar in der regionalen Zeitung angekündigt. Dadurch bekam es so quasi jeder in der Gegend mit. Der Plan geht auf. Kaum sind die Kinder in die Spielstraße eingebogen, bemerkt sie der unliebsame Nachbar. Die Spielstraße ist ja, wie gesagt, ganz woanders. In der Sendung werden bewusst Unwahrheiten behauptet, alles wird verbogen und verdreht. Dass dies auch Folgen vor Ort haben würde, bekam das Paar noch am selben Nachmittag zu spüren. Wir hatten dann nachmittags das Vergnügen, dass sich vor unserem Haus dann pöbelnde Jugendliche versammelten.
die dann auch aufs Grundstück gekommen sind. Es stand nachher also wirklich die ganze Straße voll. Es war unglaublich. Mhm. Und im Internet kamen Beschimpfungen, auch Vertreibungsparolen, verpisst euch von hier und man sollte euch zum Mond schießen und was weiß ich nicht alles. Es ist durchaus so gewesen von einigen, die gesagt haben, oh, ich habe dann gehört, das ist ja direkt bei mir um die Ecke, da muss ich doch mal vorbei. Also wir waren so eine Art Wallfahrtsort, weil das zog sich dann die ganzen, erstmal die 4 Wochen, wo es im Internet stand und danach auch noch eigentlich hin, wo ständig irgendwelche Leute rumfuhren, reingafften mit dem Auto und sich Jugendliche oder andere Halbstarke aufbauten und irgendwelche Pöbeleien losgelassen haben und Kinder, die ja eigentlich aus der Schusslinie gehen mussten, weil er ja so gefährlich ist, die dann sich den ganzen Tag da aufgehalten haben. Also es war einfach, wie soll ich sagen, es war unbeschreiblich und das Einkaufen wurde unmöglich. Wir wurden überall angepöbelt. Wir haben Drohbriefe bekommen, sogar aus der Schweiz. Im Internet waren also die übelsten Beschimpfungen. Und auch da wurde dann gesagt, das sind nur Meinungsäußerungen. Also ja. Also direkt danach, 2 Tage danach, das war ein Samstagabend um, ich glaube, 22.30 Uhr oder sowas. Da wurde es schon so langsam dunkel. Da war ich draußen noch, wollte mich, glaube ich, ums Blumengießen so ein bisschen kümmern. Und dann auf einmal kam eine Front auf mich zu marschiert in diese Sackgasse hinein, wo wir gewohnt hatten. Arm in Arm verhakt, so wie man das von gewissen, also Extremgruppen, glaube ich, habe ich mal im Fernsehen gesehen, so marschieren die, mit Sonnenbrille und Kapuze bei angehender Dunkelheit auf mich zumarschiert kamen. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Hinterher wurde ein Musikmobil gezogen, so ein zweistöckiges Ding auf so einem Treckerzuggerät oder sowas, wurde das dann in die Straße reingezogen, sind aber leider nicht ganz bis um die Ecke rumgekommen und dann bin ich nur ins Haus geflüchtet. Ich habe jetzt wirklich gedacht, es wird jetzt ganz krass. Also es hört sich jetzt ein wenig harmlos an. Das sind also wirklich Parolen da geflogen, wie auf dem Fußballfeld. Ich habe einen halben Nervenzusammenbruch gehabt. Ich war wirklich fix und fertig. Ich habe nur noch geheult. Wir haben Angst gehabt, dass sie uns wirklich das Haus stürmen. Und ich sag mal so, im Nachhinein fragt man sich, wie hat man das eigentlich überstanden? Weil das war einfach surreal. Wie gesagt, das Ehepaar suchte nach Wegen, möglichst rasch hier wegzuziehen. Und dies gelang letztendlich nur mit großen finanziellen Verlusten. Beschwerden bei der zuständigen Landesmedienanstalt blieben ebenso fruchtlos wie Anzeigen unter anderem gegen Imago TV. Denn als Begründung mussten sich Susanne und Rainer immer wieder denselben Satz anhören. Ja, und da wir ja nun an der Sendung teilgenommen haben, müssten wir uns da auch nicht wundern. Das war dann, sag ich mal, der Freibrief, dass man sowas eigentlich machen kann. Ihr lasst uns einfach in Ruhe und aber es kommen jetzt keine Briefe. Lass die anmelden. Ruf vorher an, ehrlich. Hinterher erreichte Susanne und Rainer übrigens eine Klageflut, unter anderem von diesen Nachbarn. Und raten Sie mal, wer als Hauptzeugin gegen das Ehepaar benannt wurde. Jana K., die zunächst so verständnisvoll wirkende Redakteurin von Imago TV. Eigentlich wollten die beiden nur ungestört leben. Hoffentlich gelingt es ihnen an einem anderen Ort. Und in kehrt vielleicht bald wieder Ruhe ein.